Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Sonja Schulte, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und habe mal wieder ein neues Video für euch. Das geht hier Schlag auf Schlag. Ich bin nämlich gerade mal wieder im Bastelfieber. Und zwar habe ich bei Janas Bastelwelt und auch bei, Sigrid, ich habe leider den Namen vergessen, die selbstschließenden Boxen gesehen. Habe das auch in einer Facebook-Gruppe gesehen und habe gedacht, super, die mache ich auch. Was ich ganz toll finde, ich habe die einmal in groß gesehen und ich habe die auch in deutlich kleiner gesehen. In groß, da kriegt man natürlich so richtig schön was rein, wenn sie denn aufgeht. Die habe ich gerade erst gemacht. So. Da kriegt man richtig schön was rein und die schnappt dann auch wieder zu. Und in klein, das ist so ein ganz schönes, kleines Mitbringsel für wirklich eine echte Kleinigkeit. Ich finde die total toll, sowohl in groß als auch in klein. Und deswegen stelle ich euch heute beide vor, weil die sind relativ schnell gemacht. Das Schöne daran ist, bei Janas Bastelwelt. Bei Janas Bastelwelt, die hat das Designpapier im Block benutzt. Ich habe, leider geht das aus dem Jahreskatalog raus, ich habe noch dieses wunderbare Set Mondschein mit ganz fantastischen Farben. Und daraus habe ich die beiden nämlich auch gemacht. Das ist die Rückseite, das ist die Vorderseite, wie immer man das nennen möchte, Vorderseite, Rückseite. Ich stelle wie zukünftig zu all meinen Projekten ein Materialpaket zusammen, sodass ihr diese Boxen in geringerer Anzahl nachbauen könnt und werde nämlich auch das DSP, das Designpapier Mondschein, dafür verwenden für die Materialpakete. Ein bisschen habe ich noch nicht mehr sonderlich viel, aber ein paar Pakete bekomme ich schon noch zusammen. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir an. Ich lege das gerade mal beiseite. Und ich fange mal mit der großen Box an. Was ihr braucht, ist ein Stück Farbkarton. Wie immer meine Angaben in Inch, aber die Zentimetermaße sind mit im Video als Hinweis angegeben. Auf meiner Internetseite, die da heißt www.die-papiertante-nf.de, findet ihr auch nochmal alle Angaben, sowohl in Inch als auch in Zentimeter. Die verwendet Materialien und wie gesagt auch das entsprechende Materialpaket. So, also der Farbkarton für die große selbstschließende Box hat die Maße 8,5 Inch mal 6 Inch. Und ihr braucht zwei Stücken Designpapier in der Größe 3 Viertel mal 3 Viertel. Das machen wir gleich. Fangen wir an mit dem Farbkarton. An der langen Seite, falzt ihr das einmal bei 4 Inch und einmal bei 8 Inch. Auf der kurzen Seite einmal bei einem und auf der anderen Seite auch bei einem. Also auf beiden Seiten bei einem Inch. So, dann die Klebeseite, also da, wo ein halber Inch übersteht, die muss nach rechts gucken. Dann macht ihr euch Markierungen und zwar haben wir ja hier oben auf beiden Seiten bei einem Inch eine Falz gezogen. Das ist die Linie, bis wohin wir die Markierung jetzt ziehen. Und zwar legt ihr das an bei 2 Inch und macht die Falz bis zu der 1 Inch Linie runter. Das heißt, auf der Hälfte von diesem Viereck, was wir gebaut haben, bis zu der oberen Falzlinie einmal von oben nach unten markieren. Und das gleiche bei dem zweiten Viereck, was wir uns gefalzt haben, das ist dann bei 6 Inch auch wieder bis zu der
Falzlinie hinunter bis dorthin, bis zu einem Inch Falz. So, das war's mit Falzen, zumindest mit der Maschine. Ich weiß, viele machen das sehr gerne jetzt weiter. Wir brauchen jetzt noch, ich nehme mir das mal gerade, wir brauchen jetzt noch diese Diagonalen, beziehungsweise diese Falzlinien, die zu diesem Dreieck führen. Ich weiß, viele machen das gerne mit dem Schneider- und Falzbrett. Ich kann das auf diesem Ding leider nicht richtig gut sehen. Deswegen mache ich das in alter Methode, nämlich mit einem Lineal und einem Falzbein. Ich nehme mir hier meine Markierung, da wo das auf die 1-Inch-Linie trifft, lege mein Lineal an und fahre bis zu der anderen 1-Inch-Falzlinie, die hier einmal rüber geht, in die Ecke und ziehe mir hier eine Falz. Das gleiche wieder hier oben, da ist meine Markierung, hier ist die 1-Inch-Linie, runter bis zu der Ecke von der unteren 1-Inch-Falzlinie. Und das gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite, oben bei der Markierung bis runter in die Ecke. Und einmal auf der anderen Seite das gleiche nochmal bis in die Ecke. Da ich das jetzt mit einem Falzbein mache, ist das natürlich nicht so kräftig wie mit dem Falzbrett. Deswegen fahre ich das ein paar Mal mehr nach. So, dann müssen wir ein kleines bisschen schneiden. Und zwar die Markierungslinien, die wir gezogen haben, müssen wir einschneiden und die Mittellinie. Ach, bevor ich schneide, also das ist eigentlich relativ egal, wie man es macht, aber bevor ich schneide, falze ich das erstmal, weil dann kriege ich etwas bessere, finde ich zumindest, etwas bessere Falzlinien, als wenn ich das schon geschnitten hätte. Da muss ich das alles einzeln umklappen. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu faul. Das mag auch sein. Und einmal in der Mitte. Die Diagonalen, die ich gezogen habe, die kann ich jetzt noch nicht falzen, solange ich das nicht eingeschnitten habe. Also kann ich schon, aber es ist ein bisschen beschwerlich. Das mache ich erst, wenn ich es eingeschnitten habe. Also, die Markierungslinien schneiden wir ein. Einmal hier auf der Hälfte, einmal da auf der Hälfte. Und wir haben es ja einmal komplett in der Mitte gefalzt, das schneiden wir auch ein. Auf der anderen Seite schneiden wir nur unten. Das hier ist die Klebelasche an der Seite. Das untere Rechteck kann weg. Und ich schneide das gleich ein bisschen schräg hier ab für die Klebelasche. Und das obere Rechteck kann genauso weg. Und ich schneide wieder etwas schräg für die Klebekante. So. Jetzt habe ich alles eingeschnitten, jetzt kann ich die Diagonalen falten. Das heißt, ich knicke das einfach um und falze das nochmal nach. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn es schon geschnitten ist, weil sonst ist es ein bisschen beschwerlich. So ist es deutlich einfacher. Und die letzte. So, fertig. Jetzt habe ich in den anderen beiden Videos gesehen, oder beziehungsweise in dem einen Video mit der großen Box, dass, um das hier oben etwas hübscher zu machen, ein Framelit genommen wurde. Den habe ich nicht. Ich habe mir aber gedacht, hübsch geht auch einfach, nämlich indem ich einfach oben putze, die Ecken abrunde. Das heißt, ich nehme meinen Eckstanzer und klappe das vorher ein, weil sonst habe ich keinen rechten Winkel. Und stanze einfach oder runde einfach die Ecken oben ab. Das ist natürlich nicht so schön, als wenn man jetzt mit einem Diana Big Shot da eine richtig schöne Kante reinsetzt. Ist mir total klar, aber ich habe sowas halt nicht, also kann ich es nicht benutzen. Mal irgendwann lege ich mir das zu. So. Wir brauchen Sticky Tape und zwar einmal Klebekante von außen
Oh, mein Sticky Tape geht zur Neige. Ich glaube, ich muss ganz fix nachbestellen. So. Und dann von innen, hier ist die Klebelasche. Ich lasse den frei. Den klappe ich mal weg. Hier mache ich Sticky Tape drauf. Dann lasse ich wieder ein frei. Und hier mache ich Sticky Tape drauf. Wie gesagt, das von innen, das andere von außen. Und bevor ich die jetzt zusammenbaue, muss hier noch das Designpapier drauf. Das muss ich ein kleines bisschen noch schneiden. Das mache ich gerade mal. Und zwar hat das eine Breite von 3 Dreiviertel Inch. Also es ist ein Quadrat 3 Dreiviertel mal 3 Dreiviertel. Ich mache mir eine kleine Markierung auf der Mitte. Das ist dann 1/7 Achtel. Lege mir das nehme ich jetzt tatsächlich mal hier. Lege mir das hier hin, meine Markierung. Das kann man ganz schlecht. Ah, von der anderen Seite sehe ich es besser. Ich drehe es einfach mal um. Die Markierung, die ich gemacht habe, ist jetzt hier oben. Und hier unten ist die gegenüberliegende Ecke. Und da schneide ich das jetzt einmal drüber. Dann habe ich nämlich ein kleineres Dreieck. Ich drehe es um und jetzt ist es etwas einfacher, weil ich dort oben jetzt eine Spitze habe. Und schneide mir noch einmal ein Dreieck. Das heißt, ich habe zwei kleine Dreiecke und ein großes. Und das gleiche mache ich noch mal und das bringe ich jetzt mal hier auf. Und zwar als erstes die großen. Jetzt ist es ein bisschen beschwerlich, das Snail direkt in die Ecke zu kriegen. Ich lege einfach meinen Finger unten drunter und ziehe das da einmal so rüber. Und falls ich drüber gehe, knicke ich es noch mal um. Weil die Ecken sind natürlich immer so die Stellen, die dann auch schnell abstehen. Und das ist natürlich ein bisschen unschön. So, jetzt kommt das da auf das Dreieck möglichst mittig rauf. Okay, einmal. Dann kleben wir das mal zusammen. Ich lege das hier immer einfach nur rüber, achte ein bisschen drauf, dass es oben zusammen ist. Damit könnt ihr, wenn ihr irgendwo mal ein bisschen zu großzügig mit den Maßen wart, könnt ihr dadurch noch ein bisschen regulieren. So wie ich jetzt. Ich habe das nämlich nicht hundertprozentig gut geschnitten und das rächt sich natürlich dabei oder in dem Moment, wenn man es zusammenbringt. So, jetzt noch die Außenseiten. Das ist jetzt der Boden hier. Na komm. Und die andere Seite. So. Einmal die Klappen nach innen und jetzt müsst ihr halt schauen, dass ihr schön gerade bleibt. Okay. Und hier einmal. Und ich nehme dann immer mein Falzbein und gehe nochmal in die Box rein. Und drücke das nochmal so ein bisschen an, weil von unten ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Fertig. Jetzt habe ich zum Dekorieren mir ein Stiefmütterchen genommen.
drehe das ein bisschen mit dem Falzbein nach innen und habe so ein ganz kleines Mini-Etikett gestempelt mit für dich. Da kommt ein Gluder dran. Ups. Der auf die Blume kommt und die Blume wiederum bekommt, weil sie größer ist, 2 Glutdots. Wir sind heute mal großzügig. Und das setzen wir hier jetzt rauf. Und fertig ist die erste Box. Okay, das dauert deutlich länger, diese große Box zu machen, als die kleine. Gar nicht mal wegen der Maße, sondern weil man hier halt DSP draufklebt. Die kleine Box ist ja bereits aus DSP. Das heißt, da müssen wir nicht zusätzlich etwas kleben. Und die falzen wir jetzt auch nochmal eben fix. Und zwar, ich nehme das mal als Außenseite. Die hat, das Stückchen hat das Maß 4¼ mal 2 7/8. Ihr bekommt 2 kleine Boxen aus, wo ist mein Block? Aus einem Stück Papier. Und da bleibt dann nämlich nur so ein ganz kleiner, schmaler Streifen übrig, was natürlich total toll ist, wenn man wenig Verschnitt hat. So. Okay, mit der langen Seite einmal falzen bei 2 Inch und bei 4 Inch. An der kurzen Seite auf beiden Seiten bei einem halben Inch. So, jetzt habt ihr auch hier, genau wie bei der großen, oben eine Falz bei einem halben, unten eine Falz und hier an der Seite eine Klebelasche. Die kommt wieder nach rechts und dann machen wir wieder eine Markierung bis zu unserer oberen Falz von einem halben Inch und zwar bei einem Inch. Eine Markierung bis zur Falzlinie und bei 3 Inch wieder eine Markierung bis zur Falzlinie. Jetzt kommt wieder mein Lineal und mein Falzbein zum Einsatz. Genau, die kleinere Box ist baugleich mit der größeren. Das heißt, ich habe hier meine Markierung, die hier auf die Längsfalz trifft. Von diesem Punkt gehe ich bis in die Ecke zur unteren Falzlinie und mache mir eine Falz, um gleich die Dreiecke hinzubekommen. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und hier noch einmal. Und ein letztes Mal zur Ecke. So, auch hier, bevor ich schneide, falze ich das erst einmal. Das macht es mir einfach und ich brauche nicht gleich, gerade bei diesen kleinen, die einzelnen kleinen Laschen umknicken. Ich finde das immer so fummelig. So. Einmal schneiden, und zwar unsere Markierungslinie. Die große Falzlinie, die einmal komplett rüber geht. Die zweite Markierungslinie, einmal umdrehen. Und von der anderen Seite die große Falzlinie. Hier an der Klebekante das untere Rechteck wieder rausschneiden. Und gleich anschrägen für die Klebelasche. Untere Rechteck raus, anschrägen für die Klebelasche. So. Jetzt habe ich alles geschnitten, jetzt kann ich die Falzen für die kleinen Dreiecke machen. Das geht hier natürlich alles etwas schneller von der Hand, weil es kleiner ist und man halt nicht so lange Strecken falzen muss. Eine fehlt noch, da ist sie. So, fertig. Jetzt kommt das Sticky Tape.
Es könnte hier das breiteste Digitape drauf passen. Ich nehme aber das schmale in 3 mm und nicht in 6. Damit mir nicht unter Umständen etwas übersteht. Das ist natürlich gerade bei Sticky Tape ganz unschön. Aber das müsst ihr selbst ausprobieren. So, einmal außen auf die Klebelasche. Einmal innen, hier ist die Klebelasche, den ersten freilassen. Auf den zweiten, den dritten freilassen. Und da kann jetzt das normale 6 mm Sticky Tape drauf, weil die Laschen sind ja breit genug. So. Einmal. Und das zweite Mal. Ich kann euch empfehlen, erst die große Box zu machen, weil es nicht zu fummelig ist, sage ich mal. Oder auch zum Üben die große Box erst zu machen und dann die kleine. Ich finde, die große Box, man sieht es etwas besser, was man macht. Die kleine Box ist super schnell gebaut, aber bei der großen ist es einfacher, wenn man das erste Mal macht. So, einmal rüberklappen. Nicht vergessen, die Ecken abzurunden, auch hier oben, damit man eine schöne Kante bekommt. Einmal den Boden geklebt. Schön darauf achten, dass es gut abschließt, dann seid ihr gerade. Und auch hier gehe ich nochmal mit meinem Falzbein einmal rein, damit es vernünftig klebt. Und fertig ist die Minibox. Ich habe jetzt mir einen Stempel schon vorbereitet mit der Fähnchen. Stanze, habe das, ups, das ist so klein, habe das einmal so mit dem Falzbein gewählt, einmal so, dann bekomme ich so eine kleine Welle. Auch da nehme ich jetzt wieder einen Glue Dot, mache den oben mit ran und setze das hier mittig rauf. Und fertig ist meine Minibox. Also haben wir mal eben fix, relativ fix, eine große und eine kleine selbstschließende Box gebastelt. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, freut mich das sehr. Ich hoffe, ihr könnt es nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einen kleinen Kommentar. Ich beantworte das sehr, sehr gerne. Bin auch gerne behilflich, wenn ich zu konfus war. Noch einmal, meine Internetseite ist www.die-papiertante-nf.de. Meine Güte, das war aber schwierig. Ihr findet alle Maße sowohl in Inch als auch Zentimeter auf der Seite und ihr findet kleine Materialpakete, um in kleineren Stückzahlen das nachzubauen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!